Schönen guten Morgen. Okay, ich gebe es zu, ich habe schon ein Video gedreht. Von daher fällt es mir natürlich schon ein bisschen leichter. Aber ich möchte es trotzdem nochmal zeigen. Ich bin morgens früh manchmal auch nicht sofort 100% gut drauf. Und heute hat mich der Wecker irgendwie aus irgendwelchen wirren Träumen rausgeholt. Und ich habe gedacht, ach nee, nee. Gut, jetzt kann ich mir ja meine Zeit so ein bisschen einteilen und ich hätte also den Wecker ausmachen können, wieder ins Bett kriechen können und gut wäre gewesen, ne? Aber ich wusste ja, um 7 startet das Skype-Lachen und dann kann ich mich so ein bisschen akklimatisieren, mich anstecken lassen. Und heute haben die von mir auch nicht viel Lachen gehört. Einfach weil ich noch gar nicht richtig wach war. Naja, und ich nutze jetzt hier eben das Video quasi so als Plattform für unter dem Motto, jetzt bin ich vorm Spiegel und jetzt mache ich eben ein paar Faxen, damit ja ich wirklich was vom Tag habe. Weil wenn ich einfach so müde tapper 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 weiter durch den Tag hineingehe, geht ja erstmal eine ganze Zeit an mir richtig schön vorbei. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber mir kann sowas passieren. Und deshalb habe ich mir angewöhnt, wirklich morgens früh meine Morgenroutine zu machen, zu gucken, dass ich wirklich voll wach bin, dass ich spüre, dass ich diese Freude wieder da habe. Oh, da ist doch Freude drin, oder? Hallo, Freude. Uhuhu. Uhuhu. Hallo. Uhuhu. Ah ja, Mundwinkel gehen so ein bisschen nach oben. Sehr gut, ja. Darf sich auch selber loben. Hey, du bist doch aufgestanden. Yeah. Okay, die Augen sehen noch ein bisschen müde aus. Ja, die brauchen noch ein bisschen Zeit, bis die so langsam. Ja, du siehst, weil ich das schon so häufig gemacht habe, komme ich direkt so in so einen Lachreflex hinein. Also ich brauche zum Glück nicht mehr ganz viele Übungen, aber klar, natürlich kann man einfach irgendwelche Sachen machen. So, kann erstmal die Stimmung aufnehmen, oh, sich so in den Arm nehmen, so, oh ja, jetzt die Augen wieder schließen, weil das ist ja viel schöner. Man kann ja innen fühlen, wenn man die Augen schließt. Und außerdem kann man dann ein bisschen Augenpflege noch machen. Aber ja, das ist schön. Ja. Ja, ich weiß nicht, ob du mit Partner, Partnerin zusammen bist oder nicht, aber vielleicht ist ja morgens früh auch Partner, Partnerin nicht unbedingt so schon aufgelegt, dich in den Arm zu nehmen oder einfach dich zärtlich zu berühren. Dann machst du es halt selber. Egal, was dir irgendwer vielleicht gesagt hat, ne? Du musst ja nicht es dir richtig selber machen. Es reicht das Berühren des Körpers. Wohlfühlen, spüren die Berührung. Oh ja. Oh ja. Oh.
Oh, ich glaube, ich nehme ein bisschen Lachcreme. Oh ja, hier unten drunter. Oh, da brauche ich eine extra Portion. Oh. Oh, geht schon strecken. Oh ja. Uiuiui, alter Mann braucht ne, ein bisschen länger. Aber ich kürze jetzt mal das Video ab. Denn du kannst das ja für dich selber machen und kannst schauen, deine Morgenroutine, die ja dir hilft, in die Freude zu kommen und wirklich das Maximum vom Tag zu haben, das Heft des Handelns wieder in die eigenen Hände zu nehmen. Das wünsche ich dir. Alles Gute, bis dahin.